Ja, was mache ich im Juni mit meinen Kindern? Natürlich gehen wir viel raus, gehen wir viel in den Garten, gehen an den See oder sonst irgendwas. Also da genießen wir den Sommer in vollen Zügen. Ich finde, in Deutschland haben wir sowieso viel zu wenig Sommer. Deswegen versuchen wir so viel draußen zu sein wie möglich. Und dann können die Kinder sich ja auch so toll selber beschäftigen auf dem Spieli oder selber im Garten. Fahrrad fahren, Laufrad fahren, da sind die doch schon echt happy. Oder mal zu einer Burg fahren. Genau, da kann man ja so viel, viel tolle Sachen machen. Oder einfach nur auf eine Wiese oder einfach nur im Wald und die sind doch schon happy. Ja, wir haben auch in der Nähe ein Erdbeerfeld jedes Jahr, wo man Erdbeer pflücken kann. Und das ist auch eine super Idee, da können die gleich mithelfen. Und dann kann man Erdbeerkuchen machen, Erdbeerquark, Erdbeermarmelade. Da ist man dann schon gut beschäftigt, wenn man da ein bisschen was mitbringt. Oder Erdbeereis, auch super lecker. Genau. Auch Holundersekt kann man machen, gibt es sicher im Internet ganz viele Anleitungen. Wenn man Holunderstrauch hat, meine Eltern haben einen, wir haben leider keinen. Und ich bin immer zur falschen Zeit dort. Ich habe es noch nicht geschafft, ich habe es mir fest vorgenommen. Ja, es gibt auch ein schönes Lied, das heißt, erst kommt der Sonnenkäfer Papa, dann kommt die Sonnenkäfer Mama und hintendrein so klimperklein die Sonnenkäfer Kinderlein. Das ist richtig süß, gibt es auch ein ganz süßes Video auf YouTube. Viele Wasserspiele kann man machen, zum Beispiel mit vollen Gummistiefeln versuchen zu laufen, wer am schnellsten ist. Oder mit der Wasserspritzpistole oder mit so einer größeren Spritze kann man versuchen, Dosen umzuspritzen und so weiter. Vielleicht fällt mir noch mehr ein. Ich habe es leider nicht aufgeschrieben, warum auch immer. Man kann drüber sprechen, was man im Sommer erntet. Es sind ja verschiedene Sachen, die man im Sommer erntet und die man im Herbst erntet. Da kann man drüber sprechen. Kirschen kommen erst im Juli. Ja, aber genau. Und dann gibt es einen ganz schönen Bibelvers. Die Gott lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Genau, was habe ich noch für den Sommer? Schmetterlingswoche. Genau, wir haben verschiedene Schmetterlinge gebastelt. Hier ist einmal so ein Faltschmetterling aus Origami-Papier und so Pfeifenputzern. Das ist für Faltanfänger. Meine Tochter war letztes Jahr noch was genau richtig dafür. Dieses Jahr wird sie bestimmt besser können. Dann habe ich hier, haben wir ein, oh, da fällt schon was runter, ein Knüllbild. Das sind aus so ganz feinem Papier, so Seidenpapier heißt es, glaube ich, haben wir Kügelchen geformt und die dann aufgeklebt. Ich habe ganz einfach mit Edding ein Schmetterling drauf gemalt. Ihr könnt es bestimmt viel schöner. Und dann habe ich das besprochen. Hier unten ist das Ei. Dann schlüpft da die Raupe. Und dann muss das in den Kokon. Und aus dem Kokon schlüpft dann der Schmetterling. Ihr könnt die kleine Raupe Nimmersatt vorlesen. Die hat ja auch fast jeder zu Hause. Kann man sich auch in der Bücherei zur Not ausleihen. Gibt es sogar, glaube ich, als Hörbuch oder da gibt es ganz viele verschiedene Ausführungen der kleinen Raupe Nimmersatt. Auch richtig schön. Wenn ihr doppelsprachig erzieht, gibt es das auch auf anderen Sprachen. Genau. Ihr könnt Tierpantomime spielen und Tierfang spielen. Genau. Das habe ich jetzt hier schon aufgeschrieben. Genau, man kann auch noch diese Medaillen basteln. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich sie habe. Einen Moment. Hier sind sie. Wenn andere Kinder auch noch zu Besuch kommen und ihr diese Wasserolympiade oder Wasserspiele macht, könnt ihr Medaillen basteln. Ich habe jetzt hier Sieger draufgeschrieben mit so Glitzerkleber. Oder Kind Gottes habe ich draufgeschrieben. Macht so simpel wie möglich. Ihr seid Mamas, ihr habt so viel den ganzen Tag zu tun. Bastelt es vielleicht auch mit den Kindern zusammen. Dann können die welche machen, wo halt nichts draufsteht, sondern nur Glitzerkleber drauf ist oder andere schöne Farben. Da sind die ja dann schon happy. Genau, wo war ich? Hier. Dann haben wir noch eine Woche gemacht mit den Sinnen. Unsere Sinne haben wir da wahrgenommen. Und fürs Riechen haben wir Gewürze gerochen. Da habe ich das den Kindern so hingehalten oder auch andere Sachen, die einen starken Duft haben, vielleicht auch Parfüm oder eine Blume. Alles Mögliche, was ich gefunden habe, habe ich zusammengesammelt und dann durften die riechen dran und fanden es total witzig. Oder mit Gewürzen kann man auch ganz tolle Bilder machen. Es gibt ja auch diese Sandbilder, da macht man einfach Kleber aufs Bild und macht dann Sand drauf. Und genauso kann man es mit den Gewürzen auch machen. Man kann mit Kleber ein Männchen malen, dann ein bisschen von dem Gewürz drauf und es wieder abschütteln. Und dann hast du quasi in dieser Gewürzfarbe ein Männchen zum Beispiel.
Man kann für Sehen kann man den blinden Bartimäus spielen und auch nachspielen. Braucht eine Augenbinde dazu. Oder einfach mal alles dunkel machen in der Wohnung. Wir haben ein sehr altes Haus, da kann man, wir haben nur Fensterläden, da kann man nicht alles ganz dunkel machen. aber mit einer Augenbinde oder so geht es auch. Blinde Kuh kann man genauso spielen. Fürs Hören kann man einen Hörspaziergang machen. Und zwar geht man raus in den Garten. Ich gehe gerne in den Garten. Wir haben einen großen Garten. Das ist einfach schön. Und da gehen wir einmal ums Haus und dann kann man schon hören. Andere, da würde ich jetzt nicht von Anfang an bis zum Ende die Augen verbinden, sondern wenn man auf dem Spielplatz ist, vielleicht mal die Augen verbinden und dann das Kind ein bisschen rumführen und das Kind fragen, was das alles hört. Man kann auch mal einen Gehörschutz aufziehen, dann merkt man, dass man schlechter hört. Und man kann aber auch so verschiedene Klänge, man kann den Kindern die Augen verbinden und dann im Raum verschiedene Klänge klingeln lassen. Kleine Glöckchen oder mal klatschen oder Hölzer aufeinander schlagen. Und das ist immer an verschiedenen Orten und die müssen immer hinzeigen, wo der Klang herkommt. Und dazu kann man natürlich die Geschichte von Jesus erzählen, wie er einen Taubstummen heilt. Beim Schmecken haben wir es so gemacht. Ich habe verschiedene Geschmacksrichtungen oder für die verschiedenen Geschmacksrichtungen eine Sache ausgesucht. Ich habe Zucker, Zitrone oder Essig ausgesucht, je nachdem, was ihr da habt. Salz, Chili oder Senf. Wenn ihr einen scharfen Senf da habt, dann könnt ihr Senf nehmen. Oder Bittermandel, wenn ihr da habt. Oder einen ganz bitteren Tee. Ich hatte noch Wermuttee zufälligerweise da. Der ist natürlich voll eklig, aber wenn man den richtig stark aufbrüht, dann ist er auch richtig bitter. Genau, und ihr könnt zum Beispiel leckeren Nachtisch machen fürs Essen, nach dem Essen. Manche machen das immer, diesen Luxus gibt es bei uns nicht, aber dass man den Kindern beibringt, mal was zu genießen und dann richtig mal bewusst essen und mal bewusst die Dinge genießen. Ja, und fürs Tasten habe ich eine Tastkiste oder ein Tastsäckchen gehabt und dann habe ich da, oder wie habe ich es gemacht? Ich habe es gerade unter der Decke gemacht, ich habe es gar nicht in ein Ding reingemacht. Unter die Decke und verschiedene Dinge, spitze Dinge, raue Dinge, habe ich Schmirgelpapier genommen. Ich habe diese Wärmekissen aufgewärmt und habe es rein. Ich habe diese Kälteakkus, Kühlakkus drunter gelegt und dann durften die alles fühlen und durften dann sagen, was das ist. Kuscheltier natürlich und so weiter. Also alles Mögliche, was ich gefunden hatte. Genau. Und da geht als Wochenvers ganz gut. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ey, das ist doch toll. Ich glaube, Psalm 139 ist es. Und ja, unsere Kinder sind wunderbar gemacht. Das sind richtige Schätze. Und nicht nur unsere eigenen, auch die Kinder von anderen. Jedes einzelne Kind ist ganz wunderbar gemacht und ganz kostbar. Und das dürfen wir einfach entdecken, jeden Tag neu. Ja, habt Freude in dir.